Wenn man beruflich muss zur Visite, dann kann man den Patienten nichts verleugnen. Aber wenn man Informatiker ist, dann braucht man keine Patienten besuchen. Das ist nicht dann der Beruf des Informatikers, sondern es wird dankbar, dass man kein Arzt sein muss, dass man nicht die volle Verantwortung trägt für das Leid, das Los der anderen. Man ist Informatiker, kann sich zurückziehen beim Kaffeehäferl, den Computer einschalten und die Technologie genießen. Das heißt, während der Medizinmann ist jetzt sehr überbeansprucht. Er muss jetzt manchmal, wenn es ein Phönig ist, vielleicht sehr viele Hausbesuche in kurzer Zeit erledigen. Und einer kriegt Herzinfarkt, der andere Hirnschlag, der andere Elektrolyt, Haushaltsentgleisung, Servus. Und da musst du schnell, zack, zack, jedem helfen. Und selber ist der manchmal schon schlecht, gell? Und wenn du schon alt bist, 4 Jahrzehnte gedient hast, jeden Tag 16 Stunden, verstehst du, ist man froh, wenn man sich selbst einmal in die Hängematte reinlegen darf. Als Arzt, verstehst du? Und der Informatiker, so wie ich, hat ein großes Privileg. Er darf dann genießen, den Regen, verstehst du? Und braucht gar keine Patientenbesuche machen. Er braucht niemanden heilen, also hat keine Verantwortung. In diesem Fall. Aber natürlich hat auch ein Informatiker Service eine Verantwortung in anderen Sachen. Zum Beispiel, wenn er in der Industrie arbeitet und irgendwann, Servus, geil, irgendwann plötzlich läuft eine Batterie aus oder ein Millennium-Umstellungsprogramm, verstehst, und dann plötzlich sind die Werkbänke und alles betroffen, die Maschinen laufen nicht mehr, der Motor fällt aus, die Antriebssteuerung funktioniert nicht mehr, Mess- und Regeltechnik, alles defekt, verstehst, dann wird es problematisch, dann ist der Informatiker wieder gefragt. Und dann sagt der Chef zu ihm, Servus, du Informatiker, du hast alles Fehler gemacht, ich ziehe dich jetzt zur Rechenschaft, zur Verantwortung, du kriegst Fehlprogramm, Angang. Und so hat jeder Beruf seine schwierigen Seiten, gell? Servus, seid sehr schön, schön seid ihr. Und ich wünsche halt den Ärzten, die jetzt Einsatz haben müssen, alles Gute. Ciao.